beenden. Das heißt, wenn wir eine Therapie starten, müssen wir irgendwann immer aufhören vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber die Frage ist, bei Atropien kommt eben die Frage, wie ist es, wann höre ich auf mit der Therapie und was sind die Zeit danach? Wir haben gesehen, in Singapur wird von 6 bis 18 durch mit Atropien versorgt. In Deutschland gibt es noch keine Regelungen oder sowas. Das heißt, Sie stellen eigene Regeln her. Wie machen Sie das? Oder welche Regeln haben Sie bei Atropien, bei Linsen allgemein? Also letztendlich ist es so, dass es bei, muss man sich auf die Atom und auch auf die Lens-Study erstmal beschränken, dass man dann sagt, dass die Therapie über 2 Jahre geht und hängt ganz davon ab, wann man mit der Therapie angefangen hat. Je jünger die Kinder sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für ein Rebound-Phänomen. Deswegen sollte man eigentlich 3, 4, 5 Jahre durchtropfen. Und wenn Sie sich die, wenn Sie gerade zurückgehen, wenn Sie sich die Kurve anschauen, zurück, dann ist es ja eigentlich gleich. Weil solange die Kurve immer noch nach oben geht, müssten Sie eigentlich therapieren. Und damit steht es eigentlich fest, wo das Kind sich befindet. Und wenn Sie sagen, okay, das geht hier hoch, dann würde ich hier noch weiter therapieren. Also wenn die Kurve runtergeht, oder nicht runter, wird sie nicht gehen, aber flach bleibt, kann man. Das ist auch die Schwierigkeit, wenn Sie hier anfangen zu messen, wie die Progression ist und hier eigentlich gar nichts machen, haben Sie eigentlich hier schon einen therapeutischen Effekt eigentlich. Und deswegen muss man hier mit den Kurven auch aufpassen, ob Sie dann, wenn Sie dann mit Atropien begonnen haben, ob Sie da wirklich einen positiven Effekt haben oder nicht. Und dann, weil in der Atomstudie wurde ja im Prinzip von einem Tag auf den nächsten aufgehört. Dieses, und man könnte ausschleichen, das wäre jetzt natürlich auch eine Möglichkeit. Und da kann man dann kann man variieren, dass man sagt, man tropft dann nur noch jeden 2. Tag oder jeden 3. Tag oder einfach in der Dosierung runtergeht. Es gibt keine Daten. Nein. Da muss man entweder selber sich dann ausdenken und sagen, das ist vernünftig, das macht Sinn, was ich mir da ausgedacht habe. Aber das muss man auch mitteilen. Und ja, das ist einfach wieder, muss man wieder viel reden. Ja, aus Indien mit Empfehlung bis 16 und dann stoppen. Also komplett auf einen Tag für nützen. Das ist aber ich würde das nicht machen. Wenn ich ein Kind hätte in dem Zustand, würde ich das nicht machen. Ich würde auch, sagen wir mal, so ein Kind, was heranwächst mit 10 oder sowas, wo die Myopieentwicklung weiter existiert, was ich bei minus 3 oder sowas erstmal bleibt, dann muss man eben halt sagen, wenn wir jetzt aufhören, kann es wieder zunehmen. Mhm. Es kann auch zunehmen, wenn wir weitermachen. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es zunimmt, wenn wir es aufhören. Wir können überlegen, ob wir ausschleichen, indem wir nur jeden 2. Tag Tropfen nehmen, jetzt mal für ein halbes Jahr und dann vielleicht jeden 3. Tag und mal gucken, was passiert. Aber man kann es eben einfach nicht sagen. Es geht nicht. Man kann es nicht vorhersagen. Jeder Fall ist individuell, Medizin ist immer individuell und das muss man dann auch so sagen. Man muss das mit den Eltern dann auch durchkauen. Und es gibt erstaunliche Reaktionen von der einen Seite der Skala bis zur anderen Seite. Aber ist richtig verstanden, dass Ausschleichen eigentlich so wie der Goldstandard aktuell ist? Oder ist das jetzt einfach Standard? Also einen richtigen Goldstandard gibt es eigentlich nicht. Und ja, kommt auch davon, von welcher Dosierung man kommt. Ob man jetzt von 0,1 kommt, ja, okay, hochdosiert und dann runtergeht, oder von 0,05 und dann sich weiter nach unten begeben kann. Ja. Ich denke, was Sinn machen würde, ist, dass man dann, wenn die Kinder 12 oder 13 sind, dass man dann auch Kontaktlinsen dann umstellt. Und dann hat man quasi beides. Man hat die Korrektur und dann auch eine Hemmung, die ja jetzt nicht von der Dosis abhängig ist. Ich glaube, das wäre so das Eleganteste. Es ist ja schon so, dass das Thema mehr bei Atropien der Fall ist, oder? Über wie viele Jahre? Weil der Grund natürlich schon liegt, dass Atropin ist wahrscheinlich das Hilfsmittel Nummer 1, wenn das Kind klein ist, ist das das Einfachste und das Logischste und dafür die Eltern am besten zu praktizieren. Der hat ansonsten keine gesundheitlichen Risiken und. Es gibt viele Argumente für Atropin, oder? Und das Problem ist, es sind dann eben 6-, 8-jährige Kinder, wo man vielleicht beginnt und da kommt die Frage, 10 Jahre Atropin ja oder nein? Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Eltern, das müsst ihr aber beantworten aus eurer Praxis, nach ein paar Jahren das Gefühl haben, ist das noch, soll ich das weiterfahren oder ist das so eine Routine geworden? So viele Jahre sind da noch nicht zu beobachten. Das Problem ist ja, wir sehen ja, wie sich die ganze Sache auch inhaltlich immer wieder neu aufstellt. Ja, dann kommen die Erkenntnisse dazu, dann kommt noch dies dazu. Man kann nur sagen, wir sind im Großen und Ganzen sind wir eigentlich die Pioniere und müssen gucken, wie ist der Dschungel aufgestellt, wo wächst hier was. Und mehr können wir auch wirklich nicht sagen. Wir müssen das so offen sagen, dass es da eben noch keine Leitlinie für gibt. Was macht ihr dann, wenn... Das kann man mit den Eltern sehr gut besprechen. Ja. Ja. Und die sind da, finde ich, eigentlich
für, auch, für alles offen. Mhm. Dass man dann irgendwann nach 2-3 Jahren sagt, das ist für uns, jetzt machen wir mal eine Pause für ein halbes Jahr, wir kontrollieren das Kind wieder weiter und dann schauen wir, was passiert. Und wenn dann nichts passiert, okay, dann haben wir richtig gehandelt, ja. Oder wir fangen mit der Therapie wieder an. Mhm. Und das ist ein ganz offenes Gespräch, wir wissen es nicht, das muss man einfach ganz ehrlich zugeben. Das ist ein, statistisch kann man sagen, zu 60% bleibt es jetzt gleich oder zu 30%. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man die Sachen aus der Literatur, die Zahlen einfach parat hat, denn dann kann man gut argumentieren. Und letztendlich überlegt man sich selber, wie macht man es bei seinem eigenen Kind oder bei Verwandten da. Ja, wie ist es mit dem Orthokal? Na, die wollen die ja gar nicht mehr loslassen. Also das ist schon, ja, aber was passiert, wenn sie aufhören? Es gibt auch eine Studie, die sagt, nicht vor 14, weil dann gab es einen Rebound-Effekt. Das definiert aber nicht, wann man definitiv aufhören soll, sondern nur, wann man nicht aufhören soll. Und gleichzeitig ist natürlich für uns tatsächlich das Glück, dass Orthokeratorie, wenn es funktioniert, die Kinder, die Jugendlichen sich an das gut gewöhnt haben, dass sie eigentlich keinen Grund sehen aufzuhören, nur weil sie jetzt ausgewachsen sein sollen, sondern die finden die Methode gut und die Freiheit, die sie haben. Also wir haben das Glück, dass wir diese Problematik nicht so haben. Das ist nicht ein, das kann man langsam auch wechseln. Aber Atropin ist schon etwas anderes, oder? Kombiniert man dann auch bei den schwierigen Fällen? Also wir machen das jetzt, wir haben endlich... Weil da gibt es ja auch eine Studie, die gezeigt hat, dass es noch einen zusätzlichen additiven Effekt hat. Das sind Einjahresstudien, die natürlich fast immer einen positiven Effekt haben. Ich bin jetzt mal selbstkritisch. Ja, immerhin. Und es sind klinisch relevante Daten. Also es sind tatsächlich nicht nur statistische Daten. Und ich habe jetzt die Augenärzte, wären doch so weit, dass zumindest die Ersten jetzt beginnen und sagen, okay, wir machen eine Kombitherapie, weil wir haben ein Kind, das ist jetzt 8, 9, 10-jährig, das hat schon -3 jetzt, das ist uns zu viel, ist schon auf Atropin seit einem Jahr, hat nicht den Effekt gezeigt, den wir uns erhofft haben oder die Eltern, können wir das unterstützend machen mit den Links. Und ich bin ein großer Fan von diesen Kooperationen und das ist sowieso etwas, das für mich extrem wichtig ist. Der Arzt, die Ärztin ist eminent wichtig in diesem Gespräch, ist auch eine Taktik, auch ein Argument. Sagen, wir haben beide, wir haben die medizinische Seite, wir haben die optometrische Seite, die an einem Strick ziehen, die miteinander das jetzt machen und natürlich eben die besten Erfolge erzielen können, wenn sie da zusammenarbeiten. Wir haben jetzt auch immer wieder die Diskussion, wenn man einen Vortrag hat, sagen wir, okay, es gibt die Kurve, die sagt, ja, mit Anfang 20 ist diese Progression vorbei von der Myopie. Und, aber aus der Praxis sehen wir, dass sie gerade mit dem Studium oder weitergehen. Was ist mit diesen progressiven Erwachsenen? Ja, da gibt's die, sind das noch Myopie-Kontrolle oder ist es einfach Akkommodation? Das hört sich so negativ an. Das muss man sich auch irgendwann mal sagen. Man hat Non-Responder, das ist so sehr. Ja, oder ist es einfach eine Evolution, dass wir jetzt, sag mal, früher war das mit der Komet-Studie, die 2013 gemacht ist, ist es jetzt einfach so, dass die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen einfach mit mehr Lesen, mit dem Studium oder im Handy sind und deshalb einfach, das heißt, die Lebensumstände haben sich von denen jetzt nochmal geändert im Vergleich zu 10 Jahren, dass die auf einmal mehr gesehen werden in der Praxis. Also irgendwie aus unserer Erfahrung raus zumindest müssen wir trennen zwischen jetzt jemand, der 40 oder 50 ist, -8, -9 hat und dann mal nochmal ansteigt. Sowas gibt es ja auch immer mal. Ob das Myopie-Kontrolle ist, Fragezeichen. Ja. Aber solange irgendwie noch ein Wachstum stattfinden könnte, und wir haben ja keine Daten über Achslängenwachstum im Alter von, sagen wir mal, 20 bis 30, wie sich da was verändert, da gibt es einfach keine Daten. Aber du hast was, ja, gut, schön. Aber da ist einfach die Studienlage sehr, sehr schwach bei allem, was junge Erwachsene betrifft. Ne? Und dann kann man schon sagen. Es gibt keine Daten von der Kataraktchirurgie, aber das gibt schon. Und ich denke, das ist schon nicht so falsch, eben auch, Sie haben ja Zahlen, Sie haben Daten aus der Erfahrung der Biometrie jetzt der letzten 2-3 Jahre. Und wir müssen uns diese Zahlen unbedingt gegenseitig austauschen, damit wir unsere Tabellen ergänzen können, wir eben diese Unsicherheit etwas reduzieren oder klarer abgrenzen können, in welchen Gebieten das ist. Achtet auf die Aufnahmetechnik dieser Biometrie. Das muss vergleichbar sein. Unbedingt. So, das Handy, ich meine, wir wissen, Steve Jobs ist ein bisschen schuld an der ganzen Kurzsichtigkeit. Stimmt. Ja, genau. Aber wie ist, weil das in den ganzen Medien wird
über dieses Thema im Prinzip damit ein bisschen die Kurzsichtigkeit ins Rollen gebracht, dass da darüber gesprochen wird. Aber wie wird das thematisiert in der Praxis? Ach, ich zelebriere das eigentlich in der Sprechstunde, weil das dieser Moment ist, wo dann die Eltern darauf warten, dass man sagen, ja Kind, nimm das Handy weg, das ist so schlimm. Und sitzt dann schon völlig fertig, man sagt, nö, das Handy macht eigentlich nichts aus. Und dann erwacht das Kind und die Eltern sacken sich zusammen. Die Fusion rein. Wir hören genau das, was sie nicht hören wollten. Laut jetzt der Studienlage, wie gesagt, der Myopie-Boom war, bevor die Handys auf den Markt gekommen sind, der war vorher schon da und letztendlich mit vier periphere Refraktionen letztendlich wird dadurch nicht beeinflusst. Ja. Wir wissen es nicht. Also eher nicht. Aber Taktik ist wieder gut. Das Kind ist auf seine Seite. Eben, das ist das Entscheidende. Also am Schluss bin schon schlau, ne? Nein, das ist so, das Kind muss auf deiner Seite sein. Weil die Eltern müssen das dann unterstützen, aber das Kind das will, dann werden die Eltern auch mitmachen. Wenn das Kind es nicht will, werden die Eltern aber auch nicht mehr mitmachen. Also da können unsere Argumente sagen, was sie wollen, wie wichtig das jetzt wäre, wenn das Kind sagt, nee, will ich nicht, ich trage die Linsen nicht, ich will nicht am Abend getropft werden, warum auch immer, dann ist vorbei. Also dann ist das alles nicht. Ja, ich muss zum Thema Taktik nochmal kurz, wenn ich das eben noch darf. Das klingt so ein bisschen so wie meinungsmachend, ich weiß genau, dass es das nicht sein soll. Ja, wenn man das Wort verwendet. Aber ich glaube, man braucht schon Vehikel, um Informationen, sagen wir mal so, relativ plakativ rüberzubringen. Ob man das dann als Taktik bezeichnet, ja, ob man die Österreicher jetzt mit dazu nimmt, ja, oder... das kriegt dann immer so einen Anstrich, das können wir unter uns sagen, aber das ist sicherlich etwas, was der Sache auch gar nicht gerecht wird, wenn man schon fast Angst haben muss, dass die Taktierung, das Taktieren eventuell anderen Leuten schadet, wo sie ein Recht hätten, eigentlich eine andere Information zu bekommen. Das muss man. Das Thema wird ja immer wieder angegriffen. Das hat ja ein Kollege hier auch gerade berichtet, wer hat es gesagt, im Internet, ja, von Leuten, die es eigentlich auch, sagen wir mal so, lesen könnten, dass da auch Substanz dahinter steckt. Und solange es tatsächlich, und bei uns ist das ja nun auch so, dass viele Kollegen sich mit Myopiekontrolle, Orthokeratologie und Atropien jetzt erst anfangen zu beschäftigen, die meisten eben immer noch drinstecken und sagen, kann doch nichts sein. Ja, dann müssen wir ganz solide mit der Sache wirklich umgehen und sagen, wir haben sicherlich unsere Möglichkeiten, die Informationen zu lancieren, ja, wie wir das im Einzelfall rumtaktieren, ist eine andere Geschichte, nein, wir müssen da wirklich solide sein. Das muss ganz sauber rüberkommen, sonst werden wir irgendwann, ich sag mal, irgendwann stecken wir in dem Sumpf dann drin und werden uns unsere Zitate um die Ohren gehauen. Ich weiß nicht, ob der Raum gebraucht wird als nächstes. So, deshalb müssen wir ein bisschen abschließen. Wir können abschließen. Ich habe ja schon Fragen übersprungen, aber ich glaube, die meisten Sachen gerade mit Krankenkassen, wo immer. Weil die Frage in den sozialen Medien war eben über Krankenkassen, soll das reinkommen? Ich glaube, das ist jetzt doch eher tendenziell ja, aber es ist halt schwierig und vielleicht erstrebenswert ist ja die Frage. Erstmal, ich glaube, die Fragen haben wir ja auch schon zum Glück durcheinander ein bisschen reingekriegt. Ich möchte mich wirklich herzlich bedanken für Ihr extrem engagiertes Diskussionsfreudigkeit auch vom Publikum. Viel mitgenommen heute auch wieder und wie wir sehen, wir müssen diskutieren innerhalb von der Augenoptik, mit Augenärzten, miteinander, übereinander, durcheinander und dann kommen wir weiter und dann vielleicht auch mit den Krankenkassen und dann haben wir und dann, wir brauchen diese Daten unbedingt und die könnten wir ja liefern, das ist ja nicht die Sache, wir müssen nur diese ganzen Daten auch einfüllen in die Fragebögen, dann haben wir auch die Daten irgendwann zusammen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich wünsche eine schöne Zeit hier in Hannover, gute Heimreise, die auch wieder gehen. Noch schöne Vorträge, viel Glück und Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Kommen. Danke.